Oh mein Gott, Leute, ihr werdet nicht glauben, es passiert ist, Leute. Also, es ist so. Quinch hat uns K.O. geschlagen und ich weiß nicht mehr, wo er ist. Aber Leute, es ist auch schon spät. Oh Mann, Leute, ich hoffe, dass dieses Video hier noch online kommt. Oh, Leute, ey. Und dann hat uns der Quinch vorhin auch noch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Dass er uns einfach eiskalt bedroht hat, Leute. Und tatsächlich, hier ist die Quinch-Voodoo-Puppe. Oh Leute, sollen wir die anwenden, Alter, dass die Füße ja wirklich in aller Ruhe machen, Alter. Okay, Leute, ich lese euch jetzt mal die Nachricht vor, die mir Quinch geschrieben hat. Also Leute, Quinch hat mir geschrieben, er hätte Gucci entführt und ich soll jetzt wohl kommen, ihn befreien, wenn ich nicht komme, ihn zu befreien oder morgen 16 Uhr wird Gucci Punkt 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 und Quinch will also meinen Kanal löschen. Leute, Quinch hat die Daten von meinem Kanal und der will meinen Ayuwoki Gamers dafür hier umbringen. Leute, das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Wir müssen irgendwas tun, weil der Quinch bedroht hier die Ayuwoki Gamers Familie. Das geht echt so weit. Wir müssen uns Hilfe holen. Wir brauchen irgendeine Hilfe, weil der hat auch noch geschrieben, sowas mit, du hattest deine Chance und jetzt ist der weg. Ey, Leute, dieser Quinch ist einfach sowas von geisteskrank. Ihr könnt es ja einfach nicht glauben, Leute. Das ist so geisteskrank. Leute, das ist einfach nur zu krank, Leute. Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwas überlegen, was wir machen. Wir müssen Hilfe holen. Ja, Leute, war ich da stehen geblieben? Oh Mann, Leute, ich bin selber schon so verwirrt. Ich weiß selber gar nicht mehr, was ich machen soll. Oh Mann. Leute, Leute, wir könnten mal den Weihnachtsmann auch anrufen, weil der Weihnachtsmann weiß sicher auch irgendwas, wie man Quinch besiegen kann. Safe. Der Weihnachtsmann weiß safe irgendwas. Leute, alles klar, dazu müsste ich mein Handy finden, so dann könnten wir ihn anrufen. Leute, dann könnte Weihnachtsmann gegen Quinch kämpfen, ja? Das wäre doch was. Oder Leute, ja, Weihnachtsmann könnte dann gegen Quinch kämpfen. Es ist jetzt auch schon kurz vor Weihnachten. Jetzt, wo ihr dieses Video sehen werdet, ist der 13. Und wo ihr das dann sehen mit dem Weihnachtsmann, ist der 14. Ja, das ist gut. Ich würde sagen, Leute, wir rufen den Weihnachtsmann auch mal direkt an, Leute. Okay, Leute, hier ist die Nummer. Ich würde sagen, wir wählen die mal so, Leute. Und es klingelt, okay. Also Leute, bitte lasst den Weihnachtsmann drangehen. Das ist echt wichtig. Er wird jetzt echt benötigt, Leute. Er muss uns helfen gegen Quinch und gegen Phantom auch, weil Phantom habe ich jetzt zwar länger nichts von gehört, aber trotzdem. Phantom ist trotzdem auch noch eine Bedrohung. Oder der zählt halt auch noch als Bedrohung hier für diesen Kanal. Okay. Jetzt, Leute, können wir jetzt nur warten, bis Weihnachtsmann dran ist. Oh, hallo Weihnachtsmann. Ja, Weihnachtsmann, wir brauchen deine Hilfe gegen Quinch und auch gegen Phantom. Ja, Elf und ich helfe ist lieb. Ach so, stimmt, wo ist Elf und ich helfe eigentlich? Ja, ich suche ihn gleich, aber hättest du Zeit oder weißt du, wie man Quinch bekämpfen kann? Okay, weil dann müsstest du halt kurz vorbei und Quinch und Phantom bekämpfen. Das machst du für uns? Ist kein Problem, weil wir deine Homies sind. Ja, okay, gut, danke Weihnachtsmann und ja, dann bis in die nächste Folge. So, und stau. Okay, Leute, gut. Der Weihnachtsmann hat uns schon mal geholfen. Also, er kann uns schon mal weiterhelfen, weil er nächste Folge kommt. Okay, Leute, und jetzt müssen die Elfen und ich Hilfe suchen. Aber, Leute, das gibt's doch nicht. Ich hatte den vorletzte Folge noch gesehen, als Quinch sich in Quinch der Brühl verwandelt hat. Oder hat Quinch vielleicht auch insgeheim Elfen und ich Hilfe entführt? Weil er schreibt halt nur, er hätte Gucci entführt. Aber, und halt, er hat halt nur geschrieben, er hätte Gucci entführt und er hat halt von Elf und ich helfe nichts geschrieben. Vielleicht hat er ja doch insgeheim Elf und ich helfe entführt und das war halt so eine Falle, dass er das extra macht und halt Elf und ich helfe halt verschweigt. So könnte das gut möglich sein. Hier ist ein schwarzer Elf und ich helfe, okay. Vor dem müssen wir jetzt achten, weil die Schwarzen sind immer böse. So. Und die können uns auch nicht helfen, weil die auch nicht als Detektive arbeiten, so wie unser Elf.
Okay, Leute. Elf und die Schelfe ist anscheinend verschwunden. Das Einzige, was wir noch haben, ist die Grinch-Voodoo-Puppe. Das ist doch die, die ich letzte Folge gesucht habe. Erinnert ihr euch noch? Okay, Leute, jetzt bleibt eigentlich nicht mehr viel, außer zu warten, bis Weihnachtsmann kommt. Dann können wir mit dem Blam besprechen. So, Leute, ich stelle die Kamera nochmal kurz ab. Oder, Leute, soll... Oder, Leute, keine Ahnung, wir warten jetzt, bis irgendwie Quinch uns irgendwas Neues geschrieben hat. Weil Quinch hat uns ja bis jetzt nichts geschrieben. Oder wir können Quinch mal fragen, ob er irgendwas noch mit Elf und ich Elf gemacht hat. Okay, Leute, wir schreiben ihm mal... Hey Quinch, hast du Elf und ich Elf auch noch entführt? So, die Nachricht ist abgeschickt. Okay, mal schauen, was er sagt. Ich hoffe nicht, dass jetzt Quinch auch noch Elf und ich Elf entführt hat. Weil wenn... Ja, wenn Quinch Elf und ich Elf entführt hat, sage ich euch ehrlich... Wäre das ziemlich, ziemlich geisteskrank. Okay, Leute. Schauen wir einfach mal, was Quinch so antworten wird. Okay. Und, Leute, er hat geantwortet. Nein. Ich habe wirklich nur Gucci entführt. Ich kann euch einen Beweis schicken. Einfach mal, schick mal, okay. Leute, der Quinch ist ja sehr sympathisch, weil seit wann der so freundlich schreibt, das mit dem Beweis... Hätte ich nicht gedacht, Leute. Ich kenne Quinch so gar nicht. Kennt ihr Quinch so? Auch nicht? Ja, das ist halt auch jetzt echt ein sehr ungewöhnliches Verhalten für Quinch. Okay, Leute, jetzt warten wir mal. Oder vielleicht verarscht er uns ja auch doch. Aber Leute, das dürfen wir gar nicht sagen. Wir müssen einfach ruhig sein. Weil nicht, dass Quinch uns dann im Endeffekt wirklich verarscht. Nicht, dass das dann, wenn ich das jetzt hier so sage, wirklich noch passiert. Okay. Quinch hat das Bild geschickt, okay. Da ist kein Elf, da ist wirklich nur Gucci. Okay, Leute, dann glauben wir einfach dem mal. Okay, Leute, also. Quinch hat anscheinend wirklich nur ein Bild von Gucci geschickt. Okay, Leute, das ist sehr gut. Elf und ich Elf waren nicht drauf. Dann hoffen wir einfach mal, dass Elf und ich Elf von selbst verschwunden ist. Leute, wenn ihr noch mehr Informationen habt, schreibt sie mal jetzt mir bei Instagram. Und der Leute, dann würde ich sagen, Leute, wir warten bis zur nächsten Folge, bis Weihnachtsmann kommt, Leute. Und ja. Leute, ja, dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Und Leute, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Leute, abonniert meinen Kanal, lasst bei diesem Video einen Daumen nach oben da, Leute. Und Leute, bis zur nächsten Folge, Leute.